Freue mich sehr, heute über die Zukunftspotenziale robotischer Fertigung im Holzbau zu sprechen. Wir haben ja diesen Vortrag schon vor dem Corona-Ausbruch geplant, aber es zeigt sich natürlich jetzt umso mehr, wie stark digitale Technologien auch im Wissenstransfer und in der Kommunikation von Bedeutung sind. Und ich glaube, das Format hier hat auf jeden Fall Zukunft. Insofern, ich freue mich einfach, dass wir das heute gemeinsam ausprobieren können. Für mich natürlich das erste Mal, zumindest auf dieser Plattform, einen Vortrag digital und über das Internet zu halten. Insofern, falls irgendwelche Problemchen gibt, bitte das zu entschuldigen. Aber damit würde ich gleich mal starten. Ich bin, wie gesagt, Hans-Jakob Wagner, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für computerbasiertes Entwerfen und Baufertigung. Das wird geleitet vom Herrn Professor Menges und wurde im Jahr 2008 gegründet. Hier haben wir im Wesentlichen drei Schwerpunkte in der Forschung. Zwar geht es einerseits um das computerbasierte Entwerfen, dann um die robotische Fertigung im Bauwesen und um die Bionik im Bauwesen, wo uns vor allem interessiert, mit weniger Ressourcenverbrauch leistungsfähigere Formen zu bauen. Seit einem Jahr gibt es an der Universität Stuttgart auch das Exzellenzcluster Integrative Computational Design and Construction. Dabei handelt es sich um die größte Förderlinie von der DFG, das ist die Deutsche Forschungsgesellschaft. Und an der Universität Stuttgart forschen wir hier interdisziplinär, das heißt an fünf verschiedenen Fakultäten mit 22 PIs, auch in Kollaboration mit dem Max-Planck-Institut, an der Architektur von morgen. Wieso ist das relevant? Das Exzellenzcluster befasst sich im Forschungsfeld Architektur, und es ist für unsere Gesellschaft von größter Bedeutung, weil es auch eine der größten Herausforderungen unserer Zeit darstellt. Aufgrund des Bevölkerungswachstums, vor allem aber aufgrund der rasanten Urbanisierung, müssen wir in unseren Städten bis zum Jahr 2050 neue Gebäude für 2,6 Milliarden Menschen errichten. Um mit diesem dramatischen Platzbedarf Schritt für Schritt, Schritt halten zu können, müssen wir im Endeffekt die existierende Gebäudefläche in den nächsten 30 Jahren nahezu verdoppeln. Und hierzu muss man auch dazu sagen, dass das nicht ein reiner Zuwachs der Gebäudevolumen in den Entwicklungsländern ist, sondern auch in Nordamerika und in Europa. Eine zusätzliche Geschossfläche von 65 bzw. 50% benötigt wird. Das heißt, wir müssen im Endeffekt 400.000 neue Wohneinheiten pro Jahr bauen und zurzeit schaffen wir circa die Hälfte davon. Das hat natürlich ernste soziale Auswirkungen zur Folge, die wir inzwischen sicher alle schon in den Nachrichten auch mitbekommen haben. Insofern ist es höchst relevant, die Produktivität im Bauwesen zu diskutieren, zu untersuchen und auch weiterzuentwickeln. Wenn wir das mit anderen Industrien vergleichen, sieht man vor allem ein relativ deprimierendes Bild, nämlich die Produktivität stagniert seit 1990. Und das kostet im Endeffekt den Bevölkerungen 1,6 Billionen
Dollar pro Jahr. Auch in Anbetracht der Digitalisierung können wir sehen, dass hier vielleicht ein Zusammenhang existiert, nämlich wenn man die verschiedensten Industrien mit ihrer Produktivität und dem Digitalisierungsindex aufspannt, sieht man, dass hier das Bauwesen ganz hinten ist, und zwar noch vor dem Fischen, vor der Agrarkultur und so weiter. Das Baugewerbe ist auch von erheblicher ökonomischer Relevanz, da es sowohl weltweit als auch in Deutschland den größten Industriezweig mit enormen Wachstumsaussichten für die Zukunft darstellt. Darüber hinaus ist der Bausektor auch von großer ökologischer Relevanz. Bereits in seinem heutigen Zustand ist er für ca. 40% des weltweiten Ressourcenverbrauchs, 40% des Energieverbrauchs und 50% des weltweiten Abfalls verantwortlich. Angesichts der bereits erwähnten Notwendigkeit, die Anzahl der Gebäude in den kommenden Jahren zu verdoppeln, müssen wir uns nun wirklich unsere Art zu bauen radikal anpassen, um zu vermeiden, dass unser Planet schon für die Generation unserer Kinder ruiniert wird. Gleichzeitig gibt es einen starken ethischen Anreiz, eine lebenswerte, qualitativ hochwertige Umwelt für alle Menschen anzustreben, da die Architektur und das Bauwesen auch eine enorme soziokulturelle Relevanz haben. Wir verbringen immerhin 87% unserer Lebenszeit in Gebäuden, sodass sich am unmittelbarsten und nachhaltigsten auf unsere Qualität auswirkt. Glücklicherweise erhält dieses Problem in letzter Zeit zunehmend Aufmerksamkeit. Wenn man den Verlautbarungen auf Blogs und dem Internet folgt, könnte man meinen, das Bauwesen ist bereits höchst digitalisiert. Ein Reality-Check auf der Baustelle lässt uns natürlich sofort wissen, dass es diese Technologien mit nur sehr wenigen Ausnahmen noch lange nicht auf die Baustelle geschafft haben. Einer der bedeutendsten Gründe hierfür liegt wohl darin, dass Bauprojekte so großvolumig sind, dass es eine starke Disintegration der Gewerke gibt. Dies ist einerseits eine gute Überlebensstrategie für alle am Bau beteiligten Firmen, weil sie dadurch ihr Risiko reduzieren können. Andererseits führt es natürlich dazu, dass jegliche Entwicklung in der jeweiligen Domäne im Kontext der Industrie beinahe folgenlos bleibt. Im Kontext der Architekturforschung und den spezialisierten Marktnischen hat sich daher der Ansatz des integrativen Entwerfens durchgesetzt. Der Grundgedanke ist hier, von Beginn an ein Feedback zwischen den Domänen sicherzustellen. Dadurch lassen sich Bausysteme entwickeln, die kosteneffektiv und hochautomatisiert herstellbar sind. Wir sprechen dabei von höchst spezialisierten Automatisierungssystemen, die im Holzbau, vor allem in der Vorfertigung, eingesetzt werden. Die hierfür eingesetzten Maschinen sind höchst effektiv, aber bausystemspezifisch, ortsabhängig und sie sind in ihrer Produktion auf gängige Transportmaße beschränkt. Obwohl dieser Ansatz einen höheren Grad der Automatisierung erlaubt, ist es nach der Inbetriebnahme solcher Anlagen für die Betreiber nahezu unmöglich, das Bausystem oder das Fertigungssystem an neue Anforderungen anzupassen. Zu hohe Integration führt daher zu einem diskreten Integration Lock-in. Vorgenommene Entwicklungen sind hier dadurch charakterisiert, dass sie zwar über mehrere Domänen hinweg entwickelt wurden, allerdings über die Zeit hinweg schwer anpassbar sind. Um diesem Effekt auszuweichen, braucht es nicht nur flexible Softwarelösungen, sondern auch adaptive und transportable Fertigungstechnologien. Wir können diese im Kontext der Wissenschaft in drei Kategorien unterteilen. Einerseits gibt es generische Roboteranlagen, die dadurch
dass sie bausystemunabhängig Fertigungsprozesse übernehmen können, eine große Flexibilität erreichen. Allerdings sind diese ortsabhängig und sie können nur für die Offsite-Vorfertigung verwendet werden. Das heißt, die fabrizierten Baumodule sind weiterhin transportmaßbeschränkt. Wenn wir uns transportable robotische Plattformen ansehen, sind diese wiederum bausystemunabhängig, sind allerdings auch ortsunabhängig und können daher für die On- und für die Offsite-Vorfertigung eingesetzt werden. Das heißt, die Baumodule sind nur transportbeschränkt, wenn sie Offsite gefertigt werden. Gleichzeitig erreichen solche Plattformen weiterhin hochgenaue und Schwerlast-Applikationen. Ein dritter Weg sind mobile robotische Plattformen, die durch ihre Mobilität allerdings auch weniger genau und weniger belastbar sind. Basierend auf solchen Fertigungstechnologien und transportablen und generischen Fertigungsplattformen wird es erlaubt, eine fortschreitende integrative Entwicklung zwischen Fertigungssystemen und Bausystemen zu ermöglichen. Wir sprechen dabei von Integrative Coevolution of Building Systems and Automation Systems. Das heißt, die zeitlich gedachte integrative Weiterentwicklung sowohl von Gebäudebausystemen als auch von den dazugehörigen Fertigungssystemen und Prozessen. In diesem Vortrag ist das Ziel, solch eine Evolution von Bausystemen die durch flexible Fertigungsanlagen möglich wird, anhand zweier Projekte, die in den letzten Jahren an der Universität Stuttgart entwickelt wurden, vorzustellen. Das ist einerseits der Landesgartenschau Forstpavillon, der im Jahr 2014 fertiggestellt wurde, und dann der Bundesgartenschau Holzpavillon, den wir im April letzten Jahres fertiggestellt haben. Der Forstpavillon ist das erste größere Bauprojekt, das an der Universität Stuttgart unter Leitung vom ICD und dem ITKE gebaut wurde. Es ist eine segmentierte Holzschale, und diese Holzschalen erlauben eine höchst effiziente Tragstruktur zu erreichen. Wir können Schalen auch schon in den 60er Jahren verorten, wo diese statischen Systeme höchst effizient eingesetzt wurden und mit minimalstem Materialeinsatz große Spannweiten erreichten. Allerdings haben sich diese Bausysteme nie durchgesetzt, weil für ihre Herstellung höchst aufwendige manuelle Fabrikation sowohl der Schalung als auch der Bewehrung notwendig war. In der Natur sehen wir, dass komplexe dreidimensional geformte Schalenstrukturen auch in segmentierten Strukturen möglich sind. Diese Platten sind dann durch sogenannte Fingerzinken oder Fingerverbindungen miteinander verbunden. Das erlaubt uns in der Architektur doppelt gekrümmte Geometrien, die statische Vorteile mit sich bringen, aus planaren Elementen herzustellen. Als Nebeneffekt ist es interessant, dass das Muster dieser Plattensegmente auch die Geometrie der Struktur widerspiegelt. Die geometrische Planung solcher Strukturen ist allerdings relativ aufwendig und wir müssen uns hier einer agentenbasierten Modellierung
Wir müssen hier eine agentenbasierte Modellierung einsetzen. Dadurch schaffen wir es, jeder Platte eine eigene Sorry. Jeder Platte ein eigenes Verhalten einzuprogrammieren und diese Agenten finden dann auf der Schalenstruktur die ideale Position, die auch mit der Fertigung integrativ gedacht wird. Die Fertigung dieser Segmente wurde dann mit einem robotischen System von KUKA hergestellt. Sichergestellt. Und die Fingerzinken, die sozusagen von der Natur inspiriert waren, bilden sich dann abstrahiert als Fingerzinken in 50 mm dicken Buchenplatten aus. Der Landesgartenschau Pavillon wurde innerhalb von wenigen Tagen wie ein dreidimensionales Puzzle zusammengesetzt, wofür nur drei Arbeiter benötigt werden. Solch eine Struktur hat den Vorteil, dass sie höchst materialeffizient gebaut werden kann und gleichzeitig die Struktur auch ein architektonisches und eine räumliche Qualität bietet. Der Landesgartenschau Pavillon hat eine Schalendicke, die proportional der Hälfte einer Eischale entspricht. Fünf Jahre später haben wir nun den Bundesgartenschau-Pavillon gebaut. Wieder ist es eine Kooperation zwischen dem ICD und dem ITKE mit Müller-Blaustein-Holzbauwerken von der Nähe aus Ulm. Und diesmal für die Bundesgartenschau in Heilbronn. Und gemeinsam mit einem Roboterintegrator, das ist die BEC GmbH. Diese Schale spannt über einen Veranstaltungsbereich im alten Hafen von Heilbronn, das zentrale Gelände der Bundesgartenschau des letzten Jahres. Die Idee dieser Schale ist, einen flexiblen Veranstaltungsbereich für die Besucher aufzustellen, der es erlaubt, mit einer kleinen Bühne eine ganze Anzahl von verschiedenen Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Im Vergleich zum Pavillon der Landesgartenschau können wir sehen, dass es einen ganzen Maßstabssprung gibt. Die Schale erreicht die dreifache Spannweite, hat die vierfache Nutzfläche und verbraucht trotzdem verbraucht trotzdem nur das gleiche Material pro Quadratmeter der Schalenfläche. Und wie haben wir das geschafft? Hier nochmal zum Vergleich, das ist der Landesgartenschau-Pavillon. Und der Buga Wood Pavillon. Und die Idee ist im Endeffekt ganz einfach, dass wir statt der 50 mm dicken Buchensperrholzplatte eine Kassette bauen. Das heißt, wir schneiden diese Platte in der Mitte auf und erreichen durch einen Balkenring eine Hohlkassette, wodurch sich die statische Höhe erhöht und gleichzeitig der Materialaufwand allerdings der gleiche bleibt. Das schaut dann im Detail so aus, dass wir eine Kassettenplatte aus Furnierschichtholz haben, die die obere Kassettenplatte ausbildet mit 33 mm Dicke. Die untere Kassettenplatte hat 21 mm Dicke und wir haben einen Balkenring, der einerseits diese Kassettenplatten miteinander verbindet. Die Verbindung haben wir hier aus PUR-Klebstoff gelöst. Und andererseits
dann über diese Balken auch die Verbindung zu den nächsten Kassetten über Bolzen sichergestellt werden. Zur Sicherung des Bauwerks vor Witterung gibt es zusätzliche Schichten, nämlich eine Epidermfolie, eine Konterlattung aus Pyrenit, das ist ein recycelter Baustoff, der wasserfest ist, und dann einer unbehandelten Lärchen-Dreischichtplatte für den UV-Schutz. Wenn wir hier also zusammenfassen, war das Ziel vom Buga Wood Pavilion, die dreifache Performance zu erreichen, aber wir haben das Bausystem wesentlich komplexer ausgestaltet, nämlich hat es die achtfache Komplexität. Und für das Projekt hatten wir ein Jahr vom Vertragsschluss mit dem Bauherrn bis zur Eröffnung im April 2019. Wir hatten das Glück, ein großes und sehr starkes Team zu haben, mit vielen, vielen Projektpartnern. Und die Frage ist natürlich, wie kann solch ein Team innerhalb kürzester Zeit ein innovatives Bausystem planen und fertigen? Dafür setzen wir im Endeffekt die Methodologie des Co-Designs ein. Das heißt, wir fangen von Anfang an, sowohl die Gebäudesysteme, das Materialsystem, den Entwurf, die statische Berechnung, als auch die Fertigung und den Aufbau vor Ort integrativ von Anfang an mit einzudenken. Das heißt, statt einer Planungskette, die mit der Planung beginnt, dann eine Statik hat, die Fertigungsplanung hat, Prototypenbau bedingt und dann die Fertigung startet, schaffen wir es hier innerhalb von kürzester Zeit, alle Gewerke miteinander zu planen. Das geht nur mit einem zentralen computerbasierten Gebäudemodell, wo sozusagen alle planenden Partner von Anfang an auf der gleichen Informationsbasis aufbauen und dieses Modell iterativ weiterentwickeln. Die statische Struktur des Pavillons wurde so optimiert. Wir haben wieder das agentenbasierte System eingesetzt, um die Platten zu planen und vollautomatisiert die tektonische Ausbildung des Pavillons zu errechnen. Die Masse an Komponenten in diesem Pavillon ist nicht nur eine Herausforderung für das Planungstool, sondern natürlich auch eine Herausforderung für die Fertigung. In diesem Projekt gab es 376 einzigartige Kassettenbauteile, die aus 2000 Balken und 750 Platten zusammengesetzt werden mussten. Es mussten 17.000 Fingerzinken gefräst werden und 5.000 Bolzenlöcher gebohrt und geplant werden. Das ist natürlich im Unterschied zum Vorgängerprojekt ein Prozess, der mehrere Schritte benötigt. Es geht nicht mehr nur um das Fräsen einer Platte, sondern zuerst muss auch die Kassette zusammengesetzt werden. Das heißt, wir haben eine mehrstufige Fabrikation, die mehr oder weniger alle Prozesse des Holzbaus in sich vereint, nämlich das Greifen und Fügen von Balken, das Greifen und Fügen von Platten,
das Applizieren von Klebstoff, das Abnageln von den Bauelementen zur Fixierung, das Platzieren der gesamten Konstruktion in der Presse, das Verpressen und dann erst anschließend das Fräsen der Kassette mit verschiedensten Fräswerkzeugen. Für diese Herstellung haben wir mit dem Partner, mit der Holzbaufirma Müller-Blaustein Holzbau zusammengearbeitet. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Anschaffung einer Roboteranlage für diese Firma zwar investitionstechnisch möglich wäre, allerdings die Angst bestand, dass die Anlage nach dem Projekt nicht mehr flexibel einsetzbar ist. Und da der Hallenquadratmeter einer solchen Firma höchst kostspielig ist, wollte die Firma es vermeiden, dass nach dem Projekt die Roboter den Hallenboden sozusagen verstellen. Wir haben daher gemeinsam mit der Firma BEC eine transportable robotische Anlage geplant, die auf einem 20 Fuß ISO Container basiert. Das heißt, diese Plattform kann innerhalb von wenigen Tagen einer Holzbaufirma angeliefert werden und durch das Öffnen dieser Anlage und das Bereitstellen der Umgebungsmodule kann hier von einem 20-Fuß-Container aus eine 100 Quadratmeter große Zelle aufgebaut werden. Die Plattform haben wir inzwischen durch ganz Deutschland geschifft und in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Und das Konzept für die Buga-Fertigung war ganz einfach, dass wir jeweils Platten und Balken der Maschine zuführen. Die Roboter setzen dann die Balken auf die Platte. Die Balken werden mit Nägeln fixiert und eine dazwischenliegende Klebstoffschicht wird dann in der Presse ausgehärtet, wodurch sich eine höchst effiziente Verbindung zwischen den Elementen ergibt. Der Aufbau der Plattform war ein eigenes Forschungsthema. Die Frage ist natürlich hier, wie kann diese Plattform ausschauen, um ein Höchstmaß an Anpassbarkeit für Zukunftsprojekte sicherzustellen. Man kann hier sehen, dass die Roboter auf einer Adapterplatte stehen, die im Endeffekt verschiedenste Positionierungen dieser Roboter erlauben. Das heißt, der Roboter könnte auch zum Beispiel hier in der Mitte angeschraubt werden. Insgesamt ist natürlich der Sinn und Zweck dieser Plattform, eine Einheit zu bilden. Das heißt, gesamte Plattform ist in sich integriert. Es funktioniert im Endeffekt alles, sobald man die Kabelverbinder einsteckt. Und diese Plattform kann natürlich dann flexibel in der Fertigung eingesetzt werden. Beim Buga Pavilion war das dann so, hat es so ausgesehen, dass wir zwei Roboter hatten, die jeweils zwei verschiedene Effektoren, das heißt Tools, die an den Roboterarmen angebracht sind, haben. Der erste Roboter hat zwei Vakuumgreifer für das Greifen von Platten, zwei pneumatische Parallelgreifer für das Greifen von Balken, jede Menge Sensorik zur Prozesssicherung und eine Smartkamera zur Qualitätssicherung. Der rechte Roboter hat dann das Frästool, die Spindel, hat eine automatisierte Handnagelpistole
und ein Klebeapplikationssystem. Für die Ansteuerung der Anlage war es natürlich wichtig, den Prozess der Programmierung dieser Roboter von Anfang an mitzudenken und die Programmierung eigentlich zu automatisieren. Das heißt, die Daten für die Fertigung kommen direkt vom Gebäudemodell und werden im Endeffekt direkt an die Roboter weitergesendet. Wie schaut der Fabrikationsprozess nun im Detail aus? Zuerst wird die Platte am zentralen Drehkipptisch fixiert. Es wird dann der Klebstoff appliziert. Dann werden die Balken gegriffen. Und auf die Platte gesetzt. Die Balken werden dann fixiert mit der Nagelpistole. Wir haben hier Buchennägel eingesetzt. Und nachdem alle Balken gesetzt werden, wird die Deckplatte platziert und ebenso mit den Nägeln fixiert. Das ist nun der gesamte Fabrikationsprozess im Zeitraffer. Insgesamt hat die Herstellung einer Kassette im Schnitt circa 5 bis 6 Minuten gebraucht. Nach dem Verpressen dieser Kassetten wurden die Kassetten dann subtraktiv bearbeitet. Das heißt, mit der Frässpindel wurden alle Kanten besäumt. Und die Verbindungsdetails höchst genau herausgefräst. Die Genauigkeit der robotischen Fertigung war hier ein höchst wichtiger Aspekt, weil das gesamte Gebäudesystem auf Nulltoleranz ausgelegt war. Hier sehen wir eine Verbindung von zwei Kassetten und jegliche Fertigungstoleranz muss sozusagen durch die Elastizität des Baustoffs ausgeglichen werden. Dadurch, dass die Fertigung allerdings sehr erfolgreich und genau war, konnten die Kassetten vor Ort wieder wie ein dreidimensionales Puzzle innerhalb von nur 10 Tagen von zwei Personen zusammengesetzt werden. Die Kassetten wurden durch die Montageöffnungen mittels Bolzen verbunden. Und wie man hier schön sieht, ist der Aufbau ohne Montagegerüst erfolgt. Das heißt, im freien Vorbau konnte eine Kassette nach der anderen angesteckt werden. Das heißt, die ganze Schalung, die man sonst benötigt, ist in diesem Fall irrelevant. Es wurde dann die EPDM-Bahn aufgebracht und die Fassadenplatten angeschraubt. Und anschließend war das Gebäude für Wind und Wetter ausgelegt. Die Montageöffnungen haben nicht nur einen praktischen Nutzen, sondern wurden hier auch als gestalterisches Element mit eingeplant.
Und so wurde die Belichtung integriert. Weiters haben diese Montageöffnungen natürlich auch eine sehr wichtige Bedeutung für die Akustik in der Schale, wo wir sehr gute Rückmeldungen bekommen. Es war wichtig, auch in diesem Projekt einen Blitzschutz zu integrieren, was auch planungstechnisch natürlich gar nicht so einfach war. Insgesamt waren wir mit diesem Projekt höchst zufrieden. Es hat sich sehr gut in die Sommerinsel auf der Buga integriert und wurde bei den Besuchern sehr gut angenommen. Bis zu dem Punkt, wo für die Erstellung eines solchen Fotos wir echt Probleme hatten, weil wir im Endeffekt schon um 8 Uhr in der Früh zum Gebäude kamen und es waren schon die ersten Proben und die ersten Besucher vor Ort. Das Projekt war, wie gesagt, eine Kooperation mit dem ITKE, mit den Müller-Blaustein Bauwerken, der Bundesgartenschau Heilbronn und der BEC GmbH und hat bei uns an der Universität Stuttgart HIWIS, wissenschaftliche Hilfsarbeiter sozusagen integriert, die von uns für ein Masterprogramm rekrutiert wurden und hier in der Fertigung natürlich auch vieles gelernt haben. Wir denken diese Bausysteme natürlich auch weiter und überlegen uns, wie solche Schalenkonstruktionen auch für geschlossene Gebäude eingesetzt werden können. Es ist einerseits für die Aufstockung existierender Strukturen sehr gut denkbar, aber auch, wie wir in diesem Wettbewerbsbeitrag untersucht haben, auch für kulturelle Gebäude, Ausstellungsgebäude sehr gut denkbar. Ich möchte nun noch mal kurz auf die weiteren Entwicklungen eingehen. Wie gesagt, haben wir im Mai 2019 das Exzellenzcluster an der Uni gestartet. Und im Bereich des Holzbaus ist natürlich hier auch ganz ein großer Forschungsbedarf gegeben. Und die Hälfte des Exzellenzclusters kümmert sich sozusagen um die Weiterentwicklung des Holzbaus. Wenn wir hier in die Bauindustrie schauen, sehen wir fünf vorwiegende Trends. Einerseits die Modularisierung der Gebäude, die Produktifizierung, ein erhöhtes Investment, die Digitalisierung und Automatisierung. Und natürlich die Vorfertigung. Der erste Trend, das Modularisieren des Bauens, hat mit einem Trend der Vorfertigung auch zu tun, und ermöglicht es, rapide auf der Baustelle ein Gebäude, zu errichten und die Komplexität der Verarbeitung der Baumodule in die Vorfabrikation zu bringen. Hat natürlich den Nachteil, dass alle Module, alle Gebäude, Module transportierbar sein müssen. Das heißt, das Raster solcher Gebäude ist relativ strikt gehalten und muss sich in den Transportmaßen eines LKW orientieren. Zweiter Trend ist die Produktifizierung. Es gibt inzwischen sehr viele Firmen am Markt, die dieses modulare Bauen weiter betreiben und untersuchen, wie sie im Endeffekt alle Gewerke, wie schon beschrieben, integrativ zusammenbringen können und bieten dann plattformbasierte Produkte an für verschiedenste Anwendungen.
Anwendungen im Bausektor. Der dritte Trend ist das Investment. Hier gab es in den letzten 10 Jahren eine Verdopplung des Investments im Bausektor. Und auch in der Digitalisierung und in der Automatisierung tut sich natürlich viel. Wenn man hier auf die Fachjournale schaut, ist das fast eine exponentielle Steigerung der Publikationen in dem Gebiet der Automatisierung im Bausektor. Der fünfte Trend ist natürlich die Vorfertigung. Hier gibt es mit Weinmann, Randeck schon spezialisierte Firmen am Markt, die Automatisierung für den Bausektor in der Holzbaubranche anbieten. Und das ist eine echt neue Entwicklung der letzten 20 oder 30 Jahre, die argumentativ die Explosion des Holzbaus erst ermöglicht hat. Wir möchten allerdings diese Entwicklung auch ein bisschen kritisch sehen. Nicht, weil wir denken, dass das eine schlechte Entwicklung an sich ist, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass das modulare Bauen eigentlich nur eine Marktnische ist. Das sind wir nicht die Einzigen. Gibt es einen Report von McKinsey, der im Endeffekt das potenzielle Marktvolumen des modularen Bauens beschreibt und eigentlich euphorisch davon überzeugt ist, welche Sparpotenziale im modularen Bauen gegeben sind und wie groß der Anteil des modularen Bauens im Jahr 2030 sein kann. Verglichen mit dem gesamten Markt der Gebäude sind das allerdings nur 13% des Bauvolumens. Und es stellt sich die Frage, was passiert denn eigentlich mit den 87%, die da übrig bleiben? Und wir sind überzeugt davon, dass diese 87% dadurch charakterisiert sind, dass sie einzigartig sind. Sie werden lokal gebaut und geplant. Das heißt, es gibt eine projektbasierte Zusammensetzung an Partnern. Die Gebäude sind komplex und sie haben eine soziokulturelle Bedeutung, die sich aus den jeweiligen Gegebenheiten des Projekts heraus entwickeln. Das heißt, wir sehen das Risiko in der Bauindustrie in eine Stolperfalle zu geraten, wenn nämlich die Flexibilität der Fertigung von Gebäuden für eine höhere Automatisierung geopfert wird, kann die Qualität der Gebäude nicht mehr so aufrechterhalten werden. Gleichzeitig, wenn wir den Blick in die verarbeitende Industrie legen, sehen wir, dass sich diese Industrie genau in die andere Richtung entwickelt. Es geht nämlich hier um die Flexibilisierung der Automatisierung. Und wir sind davon überzeugt, dass die Chance in der Bauindustrie und vor allem für den Holzbau auch darin liegt, die flexible Automatisierung weiterzuentwickeln und umzusetzen. Wie kann das gehen? Es stellt sich natürlich sofort die Frage, wie man Fertigungsanlagen von Projekt zu Projekt ändern kann und adaptieren kann. Und die Frage stellt sich, wie können die Technologien wiederverwendet werden? Und was wir hier im Endeffekt erforschen, ist eine plattformartige Hierarchie an Modulen, die von Projekt zu Projekt flexibel zusammengesetzt werden können, wodurch die Planung der Gebäude
sowohl die Fertigung flexibel ausgestaltet wird, obwohl die Module schrittartig standardisiert werden. Das heißt, zusammengefasst stellen wir uns die Frage, wie wir von transportablen Baumodulen zu transportablen Fertigungsplattformen kommen können und wie wir die integrative Weiterentwicklung von Bausystemen und automatisierten Fertigungssystemen erreichen können. Und wir erhoffen uns dadurch, dass wir von dem strengen Raster, das zurzeit im Holzbau das Maß der Dinge ist, zu räumlichen Qualitäten gelangen können, die heutzutage zumindest im kostengünstigen Bauen nur mit anderen Baumaterialien herstellbar ist. Damit komme ich zum Ende und möchte mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und freue mich natürlich über jegliche Fragen.